Bei der Auswahl einer passenden Literaturverwaltung gibt es verschiedene Dinge, auf die Sie achten sollten. Mit welchem Betriebssystem arbeiten Sie? An welchen Geräten soll die Literaturverwaltung zur Verfügung stehen? Brauchen Sie eine Web-Applikation oder eine mobile Version für Tablet oder Smartphone? Mit welchen anderen Anwendungen soll die Literaturverwaltung kompatibel sein? Mit Textverarbeitungsprogrammen, Mindmap-Software, Add-ins für Webbrowser oder PDF-Reader? Kostet sie die Literaturverwaltung etwas? In Form einer Einmalzahlung oder in Form von Jahresgebühren? An dieser Stelle sei angemerkt, dass weder die TU Dresden noch die SLUB Dresden derzeit eine Campus-Lizenz anbietet. Auch die Frage, wo Sie Ihre Daten oder Dateien ablegen, sollten Sie sich stellen. Entweder auf dem eigenen PC oder in einer Webcloud. Welche Funktionen sind Ihnen wichtig? Beispielsweise die programminterne Suche in Katalogen oder Datenbanken, also direkt aus der Literaturverwaltung heraus, oder inhaltliche Erschließungs- und Strukturierungsmöglichkeiten. Können Sie nach online verfügbaren Volltexten recherchieren? Können Sie diese Volltexte auch bearbeiten oder Textstellen extrahieren? Können Sie online auf Ihre Quellen zugreifen oder nur direkt auf dem PC? Wird eine Teamarbeit unterstützt, beziehungsweise die Möglichkeit, Ihre Quellen mit anderen zu teilen? Wie benutzerfreundlich empfinden Sie das Programm? Finden Sie sich auf der Oberfläche zurecht und auch die Funktionen, die Sie suchen? Ist das Programm für Ihr Empfinden logisch aufgebaut? Welchen Support bietet der Anbieter oder Ihre Bibliothek vor Ort in Form von Kursen oder Selbstlernmaterialien wie Videos, Tutorials oder Handbüchern? Welche Ansprechpartner stehen Ihnen zur Verfügung? Telefonisch, persönlich beratend oder auch in Form von Hilfeforen, wo Sie schriftlich Ihr Anliegen niederbringen? Auf unseren Webseiten finden Sie weitere Informationen zum Thema Literaturverwaltung. Wir haben einen Vergleich für Sie zusammengestellt, der die Programme Citavi, EndNote, JabRef, Mendeley, RefWorks und Zotero berücksichtigt. Alle Veranstaltungen finden Sie in unserem Kalender oder aber Sie buchen eine individuelle Beratung über die Wissensbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen unter der angegebenen E-Mail-Adresse und auch unter der Telefonnummer für Rückfragen gerne zur Verfügung.